Ich schaue neben der Kamera ein HDMI-Kabel zu diesem Monitor, der flach liegt und oben in einem Spiegel gespiegelt wird. In die Videokamera schauen, direkt in die Linse schauen, stundenlang, das ist etwas vom Wichtigsten in Videocalls und nicht einfach, wenn man kein Teleprompter-Setup hat. Das es viel einfacher macht für mich, Videoschulungen zu machen, Online-Schulungen, Zoom-Calls durchzuführen und den Menschen direkt in die Augen zu schauen und ihre Mimik auch aufzunehmen, ohne dass es solche Bilder gibt wie ich schaue neben der Kamera oder unter der Kamera durch. Rechts jetzt mein MacBook, mit dem ich immer arbeite, angeschlossen am großen Monitor und da im Hintergrund mein Teleprompter. Da geht vom MacBook ein HDMI-Kabel zu diesem Monitor, der flach liegt und oben in einem Spiegel gespiegelt wird, damit ich den Leuten in die Augen schauen kann. Dahinter, hinter diesem halbtransparenten Spiegel dann meine Sony Webcam. Da kann ich also die Mimik beobachten der Leute, ihnen mühelos in die Augen schauen. Da schauen wir Sony Alpha 6400, das ist eine kleine Sony Webcam mit super gutem Autofokus, das ist wichtig, und mit einem Dummy-Akku drin, damit ich nicht Batterien wechseln muss, also direkt am Strom angeschlossen und über HDMI Out in meinem Fall geht das Bildsignal zu einem Mac als Webcam. Du kannst aber mit dieser Cam auch ein normales USB-Kabel verwenden und das als simple Webcam nutzen. Dieses Setup, sehr simpel, besteht aus einem normalen Stativ für Fotokameras. Das muss nichts Teures sein, weil man es wirklich nicht häufig bewegt. Das steht immer so da bei mir. Darauf das Gestell für den Teleprompter, das kannst du googeln oder vielleicht peppe ich auch einen Link unten in die Beschreibung rein, wenn ich was finde, mit diesem halbtransparenten Spiegel im 45 Grad Winkel. Dazu habe ich einen kleinen Monitor von Patona. Das sind Monitore, die man häufig auch auf großen Videocams montiert, um mehr zu sehen als im kleinen Display. Patona heißt die Marke. Wenn du nach Patona Monitor suchst, findest du da sicher was. Und hinten, wie gesagt, dann einfach die Sony Alpha 6400. Eine sehr beliebte Webcam oder Videocam oder Fotokamera für YouTuber, bei mir im permanenten Einsatz als Webcam. Wenn du Fragen hast dazu, gerne unten in die Kommentare. Abonniere gerne diesen Kanal. Schau auch die anderen Videos an, die eingeblendet werden. Da kannst du sicher auch noch viele lernen von mir. See you soon. Bye bye.